Hallo, es kommt hier bei Düsseldorf Sommerell. Heute gibt es die nächsten 5 Süßigkeiten. Ich habe schon ein bisschen mehr gekauft, aber heute gibt es auch nur 5. Ich muss überlegen, welche 5 zuerst. Ich tue jetzt mal kurz die ganzen Sachen aus der Tüte raus. Diesmal sind auch 2 Getränke mit dabei, die ich gekauft habe. Ich werde aber ein Getränk anfangen, den ich dann an mit Wassermelone, anderes Pfirsich. So, sage ich meine 5 Sachen. Einmal hier wieder so ein Spray. Dann von Skittles. Dann halt dieses Wassermelonengetränk. Oreo Cake. Choco Shade. Und Pommesstick Minis. Und das sind dann die 5 Sachen. Wir fangen an mit dem Spray hier. Frutti Spray Cola. Muss ich wieder gucken, wie ich die Sachen hier aufbekomme. Also jetzt eben den Spray hier. No. Nee, falsch geöffnet. Habe den gerade hier so geöffnet, aber ich glaube, so ist das nicht richtig. Muss ich aber riechen. Riecht aber, finde ich, jetzt nicht nach Cola. Hier wäre also dann noch eine Fähre liegen. So, hier ist jetzt offen. So eine Johnny B. Kann man wahrscheinlich nicht erkennen, dass das eigentlich klein ist. Ja. Mal gucken, wie es schmeckt. So nach Cola. Schmeckt das, finde ich, jetzt nicht. So ein eigener Geschmack, würde ich eher sagen. Aber schmeckt gut. So, dann machen wir das nächste Oreo. Und hier. Sollen 12 Stück drin sein in dieser Box. Mal gucken, ob das auch so stimmt. So.
Ja, sind 12 Stück drin. So sieht die kleine Verpackung aus. Das Oreo Cake. Ist so ein Kuchen, sozusagen. Vielleicht schmeckt das auch nach dieses Cookies da. So sieht er von innen aus. Ja. Würde ich jetzt sagen, es kann jetzt aus. Schmeckt wirklich so wie diese Cookies da, die da auch in diesen Behältern und so sind. Nur ein bisschen mehr nach Schokolade. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich esse ihn kurz statt auf. Dann machen wir hier weiter mit Skittles. Schlossi Cola Boots. Softie Ari. Kann leider jetzt kein Englisch. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was da drauf steht. Nur die Zutaten kann ich sagen, weil die auf Deutsch übersetzt wurden. Ja. Da sind größere Skittles und weichere. So sehen die aus. Sehen ungefähr so aus wie diese Katjes-Sachen. Oder finden die sich das auch, wenn ich auch sagen kann. Je nach Katjes. Und ich finde, die schmecken auch nach Katjes. Also ungefähr, ob da Katjes hinter steckt. Da steht das aber auch irgendwo drauf. Oder was richtig von Katjes. Skittles mitgehört. Steht jetzt nicht so drauf. Na gut. Bei Weg zum Beispiel steht halt hier drauf. Dann machen wir als nächstes das hier. So Ugok Bomberstick Minis. Bisschen designt mit Bomben. Sehen vielleicht auch ein bisschen so rauf wie diese China-Bomben. Böllers. Nicht Bomben. Mal gucken, wie die schmecken. Weiß jetzt nicht, welchen Geschmack das sein soll. Iver Reviri. Schmeckt aber gut, muss ich sagen. Und dann jetzt das letzte Teil, dieses Tee hier. Juchtee, Watermelon, Geschmack. Die dort im Laden hatten jetzt nur zwei Geschmäcker, wo ich war. Einmal hier das mit Watermelon und Pfirsich. Deswegen kann ich auch nur zwei gucken. Ich weiß gar nicht, ob man die vorher schütteln muss. Das ist einfach. Ich werde diesmal auch nicht auf den Ablaufdatum gucken. Aber ich sehe wieder, dass eine Sache eigentlich abgelaufen ist. Auch den Ablaufdatum. Und das sind diese Teile hier. 2.2.2023. Ja. Wird einmal kurz gucken, welche Farbe das hat.
So sieht die Flüssigkeit aus. Mal gucken, wie das schmeckt. Weil ich an sich mag ich ja keine Wassermelone, aber nein. Also zum Beispiel das Brattee finde ich von Wassermelone schmeckt nicht so gut. Aber hier. Schmeckt eigentlich nicht schlecht. Schmeckt wie dieses Five-Gang Wassermelone. Nur als Getränk halt. Und Five-Gang Wassermelone mag ich eigentlich. So. Aber ich sehe gerade, hier steht was Deutsches. Schutz, was gut ist. Therapet. Da oben. Ja. Und hier steht auch noch was auf Deutsch. Wassermelone, Getränk mit Schwarztee-Extrakt. Ja, aber und ist auch vegan, wie es hier steht. Ich weiß nicht, ob da dann drauf, da drauf steht. Da steht auch drauf. Also anscheinend sind diese Getränke auch noch vegan. Ja, schmeckt auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Normalerweise mag ich Wassermelonen-Tee jetzt nicht, wie bei diesem von Capital. Diesen Brattee bin ich eigentlich zwar kein Fan von, aber das ist okay. Das war es dann auch wieder mit diesem Video. Ciao und bis dann.